Der November ist da, meine Lieben, und bringt jede Menge Spielekracher mit sich. Welche genau, was ich von denen halte und ein paar Infos bekommt ihr in diesem Video. Viel Spaß. Einen wunderschönen, meine Freunde, und willkommen zum ersten Video meiner neuen Rubrik, in der ich euch die neuesten Spiele des kommenden Monats vorstellen werde. Diese Videos werden immer am ersten Dienstag des Monats kommen und ich werde euch die Spiele des kommenden Monats vorstellen, werde euch ein paar Infos darüber geben und werde euch so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Und den Anfang macht Call of Duty Vanguard, der Zweite Weltkriegs-Shooter aus dem Hause Activision. Erscheint am 5. November und wird nach Infinity Warfare das erste Call of Duty, was ich mir nicht holen werde. Ich bin Call of Duty Fan der ersten Stunde, also wirklich die erste Stunde. Ich habe seit Call of Duty 1 alle gespielt, bis halt eben auf Infinity Warfare. Und diesmal werde ich wieder aussetzen, weil ich möchte Activision einfach nicht weiter unterstützen. Für mich persönlich ist Activision nach EA der Spieleentwickler, der am meisten auf seine Community schaut. Und ich will da einfach kein Teil mehr davon sein, sage ich euch ganz ehrlich. Kann sich auch irgendwann mal wieder ändern, vielleicht kommen sie mal zur Besinnung. Nichtsdestotrotz für alle, die sagen, ich bin maximal gehypt, ich freue mich voll auf das Spiel, ich hole es mir auf jeden Fall. Hier ein paar Infos. Das Setting spielt im Zweiten Weltkrieg, das ist schon der erste Grund, warum ich es mir nicht holen werde, weil ich habe die Schnauze jetzt voll vom Weltkrieg. Ist jetzt einmal gut. Es sieht aber cool aus, wir werden 4 verschiedene Szenarien spielen in der Story. Alles aber frei erfunden, aber halt auch an echten Schauplätzen. Also wir sind auch beim D-Day dabei zum Beispiel. Ich gehe jetzt aber mal ganz stark davon aus, die Kampagne wird die wenigsten interessieren und deswegen kommen wir zum Multiplayer. Der startet nämlich mit 16 Maps. Das ist sehr, sehr viel für ein Call of Duty am Launch. Mit dabei bekannte Maps wie zum Beispiel Shipment, jetzt aber im neuen Gewand. Das spielt an einem Strand. Dann haben wir eine Karte, die heißt Decoin. Sehr ähnlich an Nuketown angelehnt. Ist auch so ein Übungsgelände von den Special Forces. Ist nicht Nuketown, aber kommt da schon sehr ran. Oder Shooting Range zum Beispiel. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Neben der Story und dem Multiplayer haben wir noch einen cool aussehenden Zombie-Mode. Auf den hätte ich persönlich gesagt schon richtig Bock. Der ist stark an Cold War angelehnt. Wir kämpfen auch gegen wiederauferstandene Nazi-Soldaten und müssen uns halt immer weiter... Ihr kennt doch den Zombie-Mode, oder? Wir müssen halt Rätsel lösen, bessere Waffen freischalten, immer weiterkommen. Und sieht aber in dem Teil wirklich cool aus. Genauso wie schon in Cold War, der Zombie-Mode von Cold War war sehr gut. Noch eine Neuheit ist, dass wir jetzt Operator hochleveln können. Das gab es bisher noch nicht. Wie sich das genau zeigen wird, weiß ich noch nicht. Also klar, ihr spielt den Operator, bekommt Erfahrungspunkte, levelt den Operator hoch und könnt dann verschiedene Outfits freischalten. Da hat man jetzt im Trailer zum Beispiel schon 4 Outfits gesehen. Es wird aber mit Sicherheit auch Outfits zu kaufen geben, genauso wie es Waffenlackierungen etc. zu kaufen, Battle Pass, ihr wisst Bescheid, wir reden hier von Call. Auch noch eine Besonderheit, da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, und zwar wird sich die Map ähnlich wie bei Battlefield zerstören lassen. Also wir werden, ja, wir werden die Map in einem kleinen Detailgrad verändern können, ja, zum Beispiel bestimmte Deckungen wegsprengen und solche Geschichten. Das Ganze wird aber bei weitem nicht so stark ausfallen wie bei Battlefield. Also wir werden hier nicht ganze Häuser zum Einsturz bringen können oder Türme sprengen oder sonst irgendwas. Aber es wird auf jeden Fall mehr sein als in den bisherigen Teilen. Klingt für mich sehr interessant. Über die Waffenauswahl will ich jetzt gar nicht groß quatschen. Ist Call of Duty. Wir haben eine riesen Auswahl an Pistolen, MGs, MPs, Schrotflinten und so weiter. Damit auch die ganzen Kollegen, die eigentlich zu blöd für First-Person-Shooter sind, trotzdem befriedigt werden, haben wir auch 4 Raketenwerfer und ein Taktikschild. Das zeigt ungefähr, wo die Reise hingeht und ist ein weiterer Grund, warum ich raus bin. Ja, und als letztes, das ist für mich der Hauptgrund, warum ich raus bin, haben wir abermals ein Skill-Based Matchmaking, das wir auch nicht umgehen können. Also sie haben wieder mal keinen Ranked-Modus eingeführt, warum auch immer. Ich selbst konnte es leider noch nicht testen, was ich aber von vielen Seiten gehört habe, ist das Skill-Based Matchmaking sogar noch um einiges aggressiver als in den vorherigen Call of Duties und also da ist dann für mich gar keine Frage mehr. Also selbst wenn mir das Setting alles gefallen hätte, ich habe gesagt, ich werde nie wieder ein Call of Duty mit Skill-Based Matchmaking spielen. Könnte man einfach umgehen, man macht Multiplayer und einen Ranked-Mode. Was soll ich dazu sagen? Ich sage ja, Activision arbeitet sehr gekonnt und sehr bemüht an der Community vorbei. Und zu guter Letzt, das betrifft jetzt nicht unbedingt das neue Call of Duty, sondern die Warzone. Wir haben natürlich auch eine Warzone-Implementierung. Heißt, die Waffen von Vanguard werden natürlich auch bei der Warzone eingeführt. Solltet ihr die dann schnell hochleveln wollen etc., werdet ihr an Vanguard nicht vorbeikommen. Mich interessiert allerdings auch Warzone nicht mehr, weil es halt einfach stinkt vor Hackern und eben auch Skill-Based Matchmaking.
Deswegen ist das jetzt für mich persönlich kein Problem. Alle anderen, die sagen, sie feiern die Warzone nach wie vor, die werden an Vanguard nicht vorbeikommen. Das war's mit Vanguard. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, auf das ich mich persönlich sehr freue. Und zwar Jurassic World Evolution 2. Das wird auf jeden Fall gekauft und zwar gleich zum Release am 9. November. Eine Neuerung ist, wir haben jetzt mehr Gebiete, in denen wir Parks eröffnen können. Unter anderem zum Beispiel auch Schneelandschaften. Was aber auch cool ist, wir können nicht nur an verschiedeneren Orten Parks eröffnen, wir können auch größere Parks eröffnen. Das war ein Kritikpunkt beim ersten Teil, da haben sie auf die Community gehört. Und die Parks sind jetzt um einiges größer. Ein weiterer Punkt, der viele gestört hatte, auch das ist jetzt besser. Wir haben viel weniger so Katastrophenereignisse. Ja, ihr wisst, es sind ja immer wieder die Dinos zum Beispiel ausgebrochen. Da musstet ihr die wieder einfangen. Die ganzen Besucher sind panisch durch den Park gerannt, bis sich das wieder alles gelegt hat. Das passiert immer noch, aber viel, 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 viel weniger laut entwickeln. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, weil das ist schon was, was so das Gameplay ziemlich gestört hat. Generell sind sie von diesem ganzen Dinos suchen, Dinos jagen, Dinos einschläfern, transportieren aber ein bisschen zurückgegangen und es ist jetzt eher geht mehr in Richtung Management. Also es geht jetzt mehr darum, halt den Park aufzubauen. Für mich persönlich eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Noch eine Neuerung, da kommen noch einige. Wir haben echt einige Neuerungen bei Jurassic World. Und zwar sind die Gäste jetzt in Gruppen unterteilt. Also wir haben allgemeine Bedürfnisse, also halt normallos. Und dann haben wir die Abenteuerfreunde, die Naturfreunde und die Luxusfreunde und müssen den Park natürlich an die Bedürfnisse aller anpassen. Das hält sich noch in Grenzen, finde ich. Ja? Also es sind jetzt drei Gruppen quasi. Ich meine, die erste Gruppe allgemeine Bedürfnisse, die interessiert sich für alles. Und dann haben wir noch drei weitere Gruppen. Ist noch in Ordnung. Also und es sind ja sowieso Sachen, wo ich sage, ich achte da beim Parkbauen sowieso drauf. Also die Naturfreunde wollen natürlich Natur, sie wollen Pflanzenfresser, sie wollen eine tropische, schön dekorierten Park. Mache ich sowieso. Die Abenteuerlustigen, die wollen hier Fleischfresser sehen, die jagen, mache ich auch. Und die Luxusverwöhnten, die wollen halt eben bestimmte... Es ist so, ihr könnt jetzt Gebäude upgraden. Das konntet ihr ja früher nicht. Also ihr habt jetzt zum Beispiel, ihr macht ein Restaurant auf, dann war das Restaurant fertig. Jetzt könnt ihr das Restaurant aber noch upgraden. Ihr könnt zum Beispiel Klimaanlage reinbauen, ein großes Aquarium und so. Und das ist dann eben für die Luxusfreunde. Finde ich auch eine ganz interessante Sache. Das Einzige, was ich sehr, sehr schade finde, wir sehen am Gebäude selbst keine Entwicklung. Das ist ein bisschen blöd. Also wenn ihr jetzt ein Aquarium in das Restaurant reinbaut, dann ist das halt statistisch gesehen da. Ihr seht aber am Gebäude keine Veränderung. Das finde ich ein bisschen schade. Hinzugekommen sind die Wassersaurier. Dafür können wir natürlich extra Wassergehege anlegen. Auch hier schade, an dem Gehege können wir ganz, ganz wenig machen. Also das sind quasi so vorgefertigte. Wir können schon an der Größe etc. was, aber wir können jetzt nicht verschiedene Wasserpflanzen und den Wasserboden noch irgendwie designen. Da sind wir ziemlich eingeschränkt. Über die Wassersaurier freue ich mich natürlich, aber dass wir da so wenig Möglichkeiten im Design haben, das stört mich ein wenig. Ganz anders aber bei der Voliere. Wir haben nämlich jetzt auch Flugsaurier und für die können wir gigantische, riesige Volieren bauen. Hier ist ganz cool, es ist im Prinzip einfach ein überdachtes Gehege. Und dadurch können wir das designen, wie wir lustig sind. Dann kommen jetzt während dem Spiel hier und da Multiple-Choice-Fragen. Das kennen wir zum Beispiel aus Anovas. Ja. Zum Beispiel, ihr schickt jetzt euer Forschungsteam los und dann findet das Forschungsteam irgendwas Spezielles, dann könnt ihr sagen, das spende ich einem Museum oder das möchte ich bei mir im Park und kriege mehr Geld. Da habt ihr dann immer wieder kommen da so Multiple-Choice-Dinger. Kennt man, ist nichts Neues, wurde halt jetzt auch bei Jurassic World eingeführt. Finde ich auch nicht schlecht. Noch eine Neuerung, wir haben Revierkämpfe und Alpha-Tiere. Finde ich auch interessant. Also wir können ja verschiedene Tiere in ein Gehege packen. Die gruppieren sich dann, wie es halt in echt auch ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Futterquelle in diesem Gehege haben, kann es sein, dass die dominantere Gruppe, allen voran mit ihrem Alpha-Tier, diese Futterquelle in Beschlag nimmt und die andere Gruppe hungern muss. Und da haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, das zu ändern. Ja, wir können zum Beispiel noch weitere Dinos reinholen, was die andere Gruppe verstärkt und sie sich so quasi ihren Teil des Geheges wieder zurückholen. Wir können aber auch einfach eine zweite Futterquelle reinsetzen, wobei ich nicht weiß, ob sich dann die zweite Futterquelle auch noch unter den Nagel reißt. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Nichtsdestotrotz, wir haben Alpha-Tiere und wir haben Revierkämpfe.
Finde ich richtig cool. Also Jurassic World Evolution 1 hat mir mega gefallen. Die ganzen Neuerungen, die wir jetzt haben, neue Gebiete, größere Parks vor allem. Wir haben natürlich mehr Sachen in puncto Design, wir haben mehr Dinosaurier. Wir haben einige Änderungen im Gameplay, die interessant sind. Wir haben vor allem weniger Katastrophen, finde ich sehr, sehr gut. Die Volären sind interessant, Wassergehege ist interessant. Also für mich ein voller Erfolg. Jurassic World Evolution 2, 9. November. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Noch ein Spiel, was ich mir definitiv holen werde. Gott sei Dank ist es gratis im Game Pass. Und zwar ab Tag 1 Forza Horizon 5. Das kommt am 9. November. Wie gesagt, wenn ihr den Game Pass habt, könnt ihr euch freuen. Die Standard Edition wird dort verfügbar sein. Premium etc. müsst ihr euch natürlich kaufen. Habe ich persönlich jetzt aber nie einen großen Sinn darin gesehen. Mir reicht die Standard Edition, aber ich bin maximal gehypt auf dieses Spiel. Also erst habe ich mir gedacht, ja mei, wieder ein Forza Horizon. Es ist halt immer das Gleiche, aber es sieht so gut aus, das Spiel. Es sieht so gut aus. Es sieht auch auf der Xbox gut aus. Und zwar haben wir auf der Xbox Series X könnt ihr wählen zwischen 4K 60 FPS, dann allerdings ohne Raytracing, wenn ihr sagt, ihr wollt auch noch Raytracing, und mit Raytracing sieht es natürlich wirklich ganz, ganz grandios aus. Dann habt ihr 4K mit 30 FPS. Am PC hängt es natürlich von eurer Hardware ab. Größte Neuerung, wir spielen jetzt in Mexiko. Sehr, sehr gute Entscheidung meines Erachtens nach. Wir haben da eine wahnsinnig abwechslungsreiche, große, wunderschöne Landschaft. Wir haben Städte, wir haben Strände, wir haben Berge, wir haben Dschungel. Der Dschungel sieht überragend aus. Da freue ich mich auf jeden Fall extrem drauf. Also Mexiko war definitiv eine gute Entscheidung. Zum Gameplay selber muss ich nicht viel sagen. Ihr wisst, wie es ist, ja, ist ein Music-Auto-Festival in Mexiko und ihr seid halt da dort und könnt die Gegend frei erkunden und hier und da halt eben eure Rennen starten, die aus verschiedensten Dingern bestehen. Wir haben Drift-Rennen, wir haben Sprint-Rennen, wir haben Rallye, Offroad etc. Eine Neuerung ist, wir können den Charakter jetzt anpassen. Habe ich jetzt noch nicht geschaut, inwieweit das möglich ist, also wie umfangreich das ist. Ist okay. Also man hat in den bisherigen Horizon-Teilen echt überhaupt keinen Bezug zu seinem Charakter gehabt. Kann sein, dass es das jetzt so ein bisschen ändert, dass man sich jetzt so ein bisschen, dass einem der Charakter so ein bisschen wichtiger wird. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also wenn man dem jetzt verschiedene Frisuren machen kann und verschiedene Rennanzüge, dann hat der Typ immer noch keine Background-Story. Also es ist aber auch ein Rennspiel. Also lassen wir die Kirche mal im Dorf. Wie immer könnt ihr frei entscheiden, was ihr als nächstes macht, auf welches Rennen ihr als nächstes Bock habt. Das soll jetzt angeblich noch um einiges freier sein. Ja. Weiß nicht, wie es noch freier sein soll, weil ich fand Forza Horizon 4, konntest ja schon nach Lust und Laune machen, worauf du Bock hast. Und so fahren wir quasi quer durch Mexiko von einem Rennen zum anderen. Unterwegs kommen die bekannten Quicktime-Events. Ja, da hat man hier mal ein muss man sich blitzen lassen. Hier muss man so und so viele Driftpunkte sammeln. Alles wie gehabt. Recht viel mehr gibt es zu Forza Horizon 5 tatsächlich nicht zu sagen. Ich bin gehypt. Ich habe da richtig Bock drauf. Wie gesagt, mir gefällt die Landschaft. Das ist für mich Horizon. Also ich fahre da echt viel rum. Ich mache viel Fotos mit der neuen Grafik. Also wird es auf jeden Fall Bock machen. Ich bin gehypt, ich werde es mir holen am 9. November. Als nächstes erwartet uns dann am 11. November die GTA-Trilogie. Und zwar eine HD-Remastered-Version von GTA 3, Vice City und meinem persönlichen Lieblings-GTA San Andreas. Am Gameplay ändert sich gar nichts, es ist wirklich einfach nur eine HD-Remastered-Version. Bin ich aber auch absolut fein damit, also völlig in Ordnung. San Andreas zum Beispiel hat ja eh schon so viel zu bieten gehabt. Was soll man da jetzt groß dazu machen? Ne? Also absolut in Ordnung, kann ich damit leben. Wir haben grafisch deutliche Veränderungen im Gameplay, zum Beispiel im Licht. Ja, bei Vice City, wir haben ganz viele von diesen Neon-Schildern, die leuchten jetzt auch die Straße, die vorbeifahrenden Autos an. Gerade mit Licht wurde sehr viel geändert und besser gemacht. Texturen auch, ja, San Andreas, wir haben viel Sand, da haben wir jetzt wirklich einzelne Sandkörnchen. Erwartet aber nicht zu viel. Also es ist ein HD Remastered und kein Remake. Ja, es wurde einfach nur die Grafik von damals aufgehübscht. Auch hierzu gibt es tatsächlich nicht mehr zu sagen, außer dass wir San Andreas werden wir instant im Game Pass haben. Ich denke, die anderen Spiele werden auch nachrücken. Für mich natürlich ideal. Wie gesagt, San Andreas war für mich das beste GTA. Für viele andere, die meisten wahrscheinlich Vice City. Ist halt so. Auch noch interessant ist, die Spiele erscheinen alle uncut. Alle drei Titel erschienen in Deutschland nur geschnitten.
Vice City war kurze Zeit sogar auf dem Index. Hat sich jetzt geändert, alle drei kommen komplett uncut. Preislich liegen wir bei 60 Euro. Finde ich ein bisschen teuer für ein HD Remastered, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir bekommen halt gleich drei Games. Also ein 20 pro Game, absolut in Ordnung. Wie gesagt, San Andreas ist von den drei das einzige, was mich wirklich interessiert, und das wird am 11. November im Game Pass sein, werde ich mir also auf jeden Fall holen. Der nächste Titel, den möchte ich nicht unerwähnt lassen, obwohl er mir persönlich überhaupt gar nichts sagt, aber es ist ein Switch-Titel. Also auch die Switch wird versorgt. Die Rede ist von Shin Megami Tensei 5. Ich habe noch nie davon gehört, ich kenne aber Persona. Und wie ich jetzt eben bei der Recherche erfahren habe, ist Persona ein Spin-Off von Shin Megami Tensei. Also Shin Megami ist quasi der große Bruder von Persona 5. Das ist der komplett Persona-Reihe. Das macht das Spiel natürlich sehr, sehr interessant, auch für mich. Ich werde mir da auf jeden Fall noch einiges angucken vom Gameplay. Und kann gut sein, dass das mal wieder ein Titel wird, für den ich die Switch entstaube. Shin ist einfach, im Prinzip ist es Persona. Bei Persona ist es ja so, dass es darum geht, wie wäre es denn, wenn Dämonen und Monster einfach unter uns leben, ja, mit uns auf die Highschool gehen etc. Shin Megami spielt da, wo die Monster und Dämonen eigentlich herkommen. Es ist halt der düstere, dunklere, große Bruder von Persona. Es ist genau wie Persona, ein rundenbasiertes JRPG, wie zum Beispiel auch Final Fantasy oder Dragon Quest. Finde ich super, mag solche Spiele sehr, sehr gerne. Wir können verschiedene Dämonen beschwören, wir können Dämonen fusionieren. Ich kann, wie gesagt, nicht allzu viel zu dem Spiel sagen. Da würde ich euch bitten, guckt euch einfach mal so ein paar Tests an oder Gameplays. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil, wie gesagt, für die Switch bekommen wir jetzt nicht so viel. Und das ist ein wirklich, wirklich interessanter Titel, auch für mich. Ich werde mich da auch noch weiter informieren. Und gut möglich, dass ich mir das holen werde. Ich habe am Anfang gesagt, ich werde mir kein Call of Duty Vanguard holen. Muss ich auch gar nicht, denn am 19. November erscheint Battlefield 2042. Beziehungsweise die Vorbesteller bekommen es schon am 12.11. Interessant ist hier, wir haben keinen Story-Modus. Der Entwickler hat gesagt, wir wollen uns komplett auf Multiplayer konzentrieren. Angeblich hat es der ganzen Sache gut getan. Ich muss allerdings sagen, ich habe die Beta gespielt und ich war maßlos enttäuscht. Ich war wirklich maximal enttäuscht. Zum einen bin ich ewig lang nicht in das Spiel reingekommen. Also die Beta ist am Freitag gestartet, am Freitag bin ich gar nicht reingekommen. Und am Samstag nach gefühlt 50 Versuchen habe ich dann irgendwann ein Spiel gefunden. Das Ganze lief so schlecht ab, dass ich da nicht mal groß eine Meldung bekommen habe. Also ich habe geklickt auf Spiel suchen, hat kurz angefangen ein Spiel zu suchen und dann hat er einfach wieder aufgehört. Da kam auch keine Meldung, dass gerade Serverprobleme oder sonst irgendwas. Das fand ich persönlich ziemlich schwach. Nichtsdestotrotz war die Beta unfassbar erfolgreich. 10,8 Millionen Menschen haben die Beta gespielt. Die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Ich persönlich, mir hat es nicht gefallen. Das ist nicht mein Spielmodus. Ich fand den Spielmodus nicht gut. Das ist Geschmackssache. Ich war jetzt mit dem Gunplay noch nicht so happy. Auch das Geschmackssache. Und ich fand die Map furchtbar. Also die Map fand ich sehr, 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 sehr schlecht. Auch das Geschmackssache. Wir haben zwar keine Kampagne, wie gesagt, aber wir haben generell eine Background-Story zu dem ganzen Spiel. Und zwar haben sie die komplette Politikkeule geschwungen. Es geht um den Klimawandel und die daraus resultierende Flüchtlingskrise. Aus diesen Flüchtlingen haben sich verschiedene Gruppen zusammengetan. Und wir haben auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Russland. Die Fronten zwischen beiden sind verhärtet und da dazwischen sind eben unsere Flüchtlinge und ja, müssen sich da irgendwie zur Wehr setzen. Laut Entwickler sind das keine Anspielungen auf aktuelle Ereignisse. Keine Ahnung, was soll denn der Bims? Also es sind aktuelle Ereignisse. Wie kann jetzt das keine... Egal, ihr wisst, wie es ist. Ne? Die müssen das halt sagen. Wir starten gleich mit 13 Karten, finde ich super. Davon sind aber nur 7 im ganz normalen Multiplayer-Modus. Die anderen 6 Maps sind HD remasterte Karten von Battlefield 1942, Battlefield 3 und Bad Company 2. Und die finden wir nur im neuen Portal-Modus. Und der Portal-Modus soll zumindest laut Entwickler die große Stärke des neuen Battlefield werden. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und zwar können wir im Portal-Modus eigene Szenarien und Multiplayer-Matches etc. gestalten. Das Ganze läuft browserbasiert ab und kann sowohl am PC, Tablet und sogar am Handy gemacht werden. Und
Laut Entwickler sind die Möglichkeiten schier unendlich. Wir können also quasi sagen, wir machen jetzt ein Deathmatch und es spielen Wehrmachtssoldaten mit Musketen gegen Special Tactic Forces von heute mit Messern. Zum Beispiel. Es wird keinen Battle Royale geben. Das finde ich persönlich sehr interessant. Aber auch hier, theoretisch kann man den Battle Royale Modus auch einfach im Portal machen. Wir haben laut Entwickler keine Möglichkeit, irgendwas einzubauen, dass sich die Spielfläche verkleinert. Aber man kann natürlich easy in Last Man Standing machen. Diese erstellten Szenarien kann man dann nur mit Freunden zocken, Passwort schützen oder öffentlich hochladen, damit halt jeder darauf zugreifen kann. Ich kann euch jetzt schon sagen, der Erste, der dann Battle Royale oder ein Last Man Standing macht, der wird berühmt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, wie Players Unknown Battleground. Auch noch interessant, es gibt noch keine Testberichte zu diesem Spiel. Zum einen konnte noch nicht getestet werden und zum anderen liegt auch ein Embargo drauf. Die ersten Testberichte sollen kommen am 8. bis 10. November. Das Embargo fällt aber wahrscheinlich erst am 11. Wie gesagt, die Vorbesteller bekommen das Spiel am 12. Also wir werden wahrscheinlich erst einen Tag, bevor die Vorbesteller das Spiel bekommen, Testberichte kriegen. Was wiederum bedeutet, dass die Leute, die es vorbestellen, es testlos machen müssen. Ganz schwache Leistung. Das finde ich ganz schwach. Also ich bin generell einer, ich finde diese Vorbestellerei, ich bestelle auch Spiele vor, aber dann muss ich mir da schon wirklich sicher sein. Und gerade bei einem Shooter, wo es auch viel um Feeling geht, ja, das Gunplay, gefällt mir das überhaupt? Bockt sich das? Ist es verbuggt? Läuft das denn überhaupt gut? Da will ich es vorher schon getestet haben. Klar, wir haben unsere Beta, aber wie gesagt, bei mir lief die gar nicht. Also für mich war dann Vorbestellen erstmal raus. Und ich würde ja auch sagen, dass die größte Stärke ist dieser Portal-Modus. Ich meine, sie haben uns unsere Kampagne genommen. Wird viele jetzt nicht stören, aber sie sagen, hey, wir machen keine Kampagne, wir konzentrieren uns auf den Multiplayer und ihr bekommt den Portal-Modus. Also für mich persönlich wurde die Kampagne für den Portal-Modus gestrichen. Und dann will ich auch mal eine klare Ansage, was ist dieser Portal-Modus, wie wird der aussehen? Kann man den vielleicht vorab schon mal testen? Kann ich schon mal so ein Testszenario erstellen? Ich muss es ja nicht spielen können. Das alles ist nicht möglich und trotzdem soll ich das Spiel vorbestellen. Ist aber jedem selbst überlassen. Also wer es vorbestellen will, soll sich es vorbestellen. Ich werde es mir wahrscheinlich sowieso kaufen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Mir reicht aber der 19. Bis dahin haben wir Testberichte und alles drum und dran. Bis dahin wird es auch schon die ersten vorgefertigten Szenarien-Maps von Spielern geben. Da kann man dann quasi richtig cool einsteigen in die ganze Geschichte. Wir werden einen Battle Pass bekommen, genauso wie bei COD. Laut Entwickler werden aber alle spielrelevanten Inhalte gratis sein. Also wenn neue Waffen dazu kommen, neue Maps, die kriegt jeder gratis. Ich schätze mal, der Battle Pass wird kosmetisch, ja, Waffenlackierungen und Operator etc. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass sie das besser machen als Call of Duty, weil zum Beispiel auch hier mit diesen Waffenlackierungen, das kannst du nicht krasser in den Sand setzen als Activision. Wird diesmal ein spannender Kampf zwischen Call of Duty und Battlefield. Ich verliere den Glauben an die Menschheit, wenn Battlefield diesen Kampf nicht gewinnt. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ich bin auf jeden Fall am Start am 19. November. Ich hab Bock, ich werde es mir kaufen. Und zu guter Letzt, auch am 19. November bekommen wir noch ein weiteres Switch-Spiel. Und zwar Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Ein Remake, kein Remastered, ein Remake vom 15 Jahre alten Pokémon Diamond and Pearl auf dem Nintendo DS. Auch hier gibt es theoretisch jetzt nicht so viel zu sagen. Es spielt in der Sinnoh-Region. Wir müssen unsere 8 Arena-Orden sammeln. Dafür müssen wir die 8 Champions besiegen, um dann beim großen Turnier gegen die Top 4 und dann letzten Endes gegen den Champion anzutreten. Man kennt's. Pokémon halt. Pokémon Diamond Pearl war sehr, sehr beliebt. War eine gute Entscheidung, daraus jetzt ein Remake zu machen. Zumal dessen es auch durch einige Sachen ergänzt wurde, die, wie ich finde, das Spiel ordentlich bereichern werden. Unter anderem haben wir den Platz der Treue. Dort können wir uns quasi kurzzeitig niederlassen, unsere Pokémon mal alle freilassen, mit denen spielen, essen, kochen, um sie zu buffen. Das wurde jetzt auch eingeführt und eine weitere Besonderheit ist die neue Geheimbasis. Wir können von überall im Spiel zu unserer Geheimbasis reisen und diese Geheimbasis können wir dekorieren mit Statuen, die wir
auf unserer Reise finden. Und je nachdem, von wo wir zu unserer Geheimbasis reisen und welche Statuen wir da aufstellen, können wir dann im Untergrund der Geheimbasis verschiedene Pokémon jagen, aber nicht nur allein, auch lokal und online im Koop-Modus. Finde ich eine richtig, richtig interessante Sache. Grafisch haben wir uns massivst am Original orientiert. Also die ganze Optik ist quasi 1:1 das Original, halt nur in viel, viel schöner. Das finde ich auch eine gute Entscheidung. Also sie haben jetzt nicht einfach knallhart versucht, alles aus der Switch-Haus rauszuholen, was möglich ist, sondern sie wollten quasi die Nostalgie und den Charme vom Originalteil beibehalten. Gute Entscheidung meiner Meinung nach. Noch eine neue Funktion finde ich auch sehr gut, genauso wie bei HeartGold und SoulSilver und bei Pokémon Gelb war es, glaube ich, können wir uns ein Pokémon als Kumpel nehmen. Der läuft dir dann quasi außerhalb seines Pokéballs einfach hinterher. Hat jetzt keine Auswirkungen aufs Spiel, finde ich persönlich aber ganz toll. Hat halt und unterstützt die Immersion, finde ich schon gewaltig. Also wie gesagt, wir haben am 5. November COD Vanguard. Ich werde einen ganz großen Bogen drum machen. Soll jeder für sich selbst entscheiden. Schlecht sieht es auf jeden Fall nicht aus. Dann haben wir am 9. November Jurassic World Evolution 2. Wird definitiv gekauft, habe ich richtig Bock drauf. Auch am 9. November haben wir Forza Horizon 5. Ist sowieso im Game Pass enthalten. Wäre es das nicht, würde ich es mir aber höchstwahrscheinlich kaufen. Dann kommt die GTA-Trilogie am 11. November. Auch hier ist San Andreas im Game Pass, werde ich mir holen. Und Shin Megami Tensei 5 zu dem Spiel. Tut mir wirklich leid, dass ich da jetzt so wenig Informationen für euch hatte. Ich werde mich noch weiter informieren, weil es unter Umständen halt eben auch für mich ein interessanter Titel sein könnte. Erscheint am 11. November. Dann geht es weiter am 9. November mit Battlefield 42, also 2042. Bin ich auch auf jeden Fall am Start und auch am selben Tag, 19. November, Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Irgendwann später mal vielleicht oder so, wenn gerade mal so eine Flaute ist oder dann werde ich auch da zuschlagen. Wie immer gilt, Leute, ich möchte gerne mit euch diskutieren, was davon werdet ihr holen, seid ihr gehypt, holt ihr euch überhaupt eins dieser Spiele? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Falls euch das Video, die Informationen etc. pp. Gefallen haben, könnt ihr mir gerne einen Daumen in nördlicher Richtung da lassen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt zum Thema Gaming und Nerdstuff, wir haben jetzt eben hier diese Kategorie. Ich werde euch jeden Monat die kommenden Spiele vorstellen. Ende des Monats werden wir so einen kleinen Rückblick über diesen Gaming-Monat machen, was ist so passiert. Was gibt es für Neuigkeiten? Wir haben die Gaming Retro Reviews, wo ich euch alte Spiele vorstellen werde. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, jetzt gehe ich euch nicht weiter auf den Zeiger, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support. Bis zum nächsten Mal. Remember me for centuries.